Herzlich willkommen zu diesem Video aus der Reihe PowerPoint 2016 erste Schritte. Also dieses Video richtet sich an absolute Anfänger. Und jetzt wollen wir uns mit Tabellen auseinandersetzen. Ja, wir machen das mit Tabellen. Man kann hierher gehen und auf Layout zum Beispiel gehen und kann eine bestehende Tabelle wie diese hier zum Beispiel dann auch dementsprechend dann verwandeln. Oder eine neue einfügen. Das werden wir jetzt hier machen. Eine neue Folie fügen wir hier ein und ich nehme jetzt hier eine mit Titel und Inhalt. Ja, wie schaut das jetzt hier aus? Tippt oben mal Tabelle ein. Müsste ich nicht, ihr könnt auch irgendwas anderes eintippen. Und kann hier unten dann mir den Diagramm auswählen, was dann praktisch da hineinkommt. Und wähle mir jetzt hier Tabelle aus. Da werde ich gleich gefragt, wie viel Spalten und Zeilen ich brauche. Zeilen ist das hier im waagrechten und Spalten ist das hier im senkrechten. Ich mache jetzt einmal so. 4, 4, 2, so würde das dann ausschauen. Tippe jetzt hier irgendetwas ein. Würde hier dann zum Beispiel, nehmen wir vielleicht Zahlen. Ja, so. Und wenn ich dann eine weitere Zelle einfügen würde, könnte ich hier zum Beispiel einfach den Tabulator drücken am Ende der also Tabulator-Taste, dann würde eine neue aufmachen. Tippe dann wieder hier irgendetwas ein. Ich kann natürlich auch hierher gehen. Könnte mir dann zum Beispiel, was machen wir denn, hier zum Beispiel die Markierung so durchziehen. Und dann mache ich rechte Maustaste und er merkt dann, dass ich hier in einer Tabelle bin, das Programm PowerPoint, dann könnte ich hier einfügen gehen. Ich kann dann hier zum Beispiel sagen, okay, da wo ich bin, was möchte ich jetzt hier machen? Eine Zeile zum Beispiel unterhalb, dann würde er mir eine neue Zeile machen. Ich kann aber auch hierher gehen und sagen, rechte Maustaste zum Beispiel, wenn ich es vorher markiert habe wieder, rechte Maustaste, dann einfügen, jetzt machen wir mal Zeile oberhalb, dann würde ich hier noch eine einfügen. Ich kann aber hierher gehen und auch zum Beispiel etwas löschen, hier diese Spalte könnte ich hier löschen, rechte Maustaste, gehe hier auf löschen, dann fragt mich, was soll er löschen, die ganze Tabelle oder eine Spalte oder eine Zeile, ich nehme hier dann die Spalten aus, dementsprechend durch wo ich bin und dann schaut das Ganze so aus, ich könnte jetzt hierher gehen, ziehe das hierher. Und es wird dann gleichmäßig hier diese ganze Tabelle wird dementsprechend dann auch verändert. Wenn ich das hier herausziehe, verteilt sich das ebenfalls und es wird dann hier dieser Abstand wird dann auch dementsprechend dann auch hier vergrößert. Ja, wenn ich hier zurückgehe, was ich alles machen wollte, Zeilen, Spalten in die ganze Tabelle auswählen, habe ich auch gemacht. Eingefügt, Spaltenbreite, Zeilenhöhe habe ich auch verändert. Habe jetzt hier so mehr Möglichkeiten, dann auch noch Enter hier unterzubringen. Ja, und soweit. Einiges haben wir jetzt hier kennengelernt, wie man hier eine in sehr leichter Art und Weise hier dann auch eine Tabelle dann einfügen kann in einer neuen Folie. Ich hoffe, du hast einiges Wissenswertes gesehen oder wiederholt und freue mich schon auf dich bei einem nächsten Video dann aus der Reihe PowerPoint 2016 erste Schritte.